As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Gaming. Martin, mein Name, 32. Folge, Mark of the Ninja. Und wie wir aus der letzten Folge wissen, haben wir heute eine neue Maske auf dem Kopf drauf. Eine Maske, die es uns verhindert, ein Schwert zu besitzen. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich durchsneaken, ungesehenen Auges. Und ich glaube, der Zeitpunkt, in dem wir diese Maske hier ausgewählt haben, kann nicht ungünstiger sein. Hier sind nämlich einige Gegner am Start. Wir werfen noch einmal einen Blick. Hoppala. Einen Blick auf das, was hier uns bevorsteht. Und wir müssen irgendwie da hochkommen. Ach, guck an, da haben wir noch einen Ausrüstungspunkt. Eventuell lassen wir uns verleiten und holen uns die alte Maske wieder zurück. Naja. Denn wir werden da hoch müssen. Wo genau müssen wir lang? Wir müssen da durch. An dem kommen wir nicht vorbei. Und dort kann man sich entlanghangeln, sehe ich gerade. Eventuell wäre das noch eine Option. So, wo bist du? Du bist da. Man könnte natürlich die Aufmerksamkeit der Leute auf das hier richten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie wir bei der letzten Glocke feststellen konnten, haben die ja einen ziemlich hohen Radius. Jetzt ist die Sache nur die, dass wir das Teil auch erreichen müssen. Oh, oh, oh. Dich habe ich nicht gesehen. Ach so, Moment, da kommen wir her. Naja, gehen wir nicht weiter darauf ein. Haben wir denn was hier oben? Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, ne? Also wieder Ausgangsposition. Und nochmal von vorne. Aber das mit der Glocke, das scheint mir doch nicht so dumm gewesen zu sein. Das werden wir machen. Oh, komm runter. So. Ach, Moment, ich lebe ja noch. Verdammt. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, dass die Aufmerksamkeit der Leute nach oben gerichtet ist. Jetzt habe ich hier diesen Scheinwerfer. Ich hätte mir gedacht, ich könnte den überspringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sieh an, da haben wir noch den da. Das werden wir uns zunutze machen. Da oben ist ja nichts weiter. Wobei wir natürlich auf unsere Punkte hier gerade verzichten, stelle ich fest. Die Bomben hier könnten wir zum Vorteil nutzen. Die Frage ist, ob die jetzt auch explodiert. Die fällt ja nicht sehr tief runter. Ich meine nicht, oder? Nein. Sehr schön. Macht halt einen Haufen Lärm. Können wir aber mitlegen. So, und jetzt huschen wir da sehr schnell durch. Gucken mal, ob wir hier hochkommen. Okay. Geht's da unten auch weiter? Nein, aber da ist... Ist da etwas? Kann das sein? Ah, das wird uns gar nicht angezeigt. Sieh an. Na, ich dachte, da wäre was. Hier unten ist was. Wird uns das angezeigt? Ja. Naja. Das war
nicht meine Intention. Das ebenso wenig. Alter. Willst du mir jetzt erzählen, dass du da nicht hochkommst? He must be somewhere else. Ja, er ist weg. Da komme ich jetzt gar nicht hoch. Aber das wäre ja nicht unbedingt Sinn und Zweck des Ganzen. Wir müssen da hochkommen. Ziemlich viele Gegner hier momentan. Dafür, dass wir uns hier wirklich durchsneaken müssen. Und hier waren wir schon einmal. Wir erinnern uns. Müssen wir Dusan befreien. Der müsste hier in der Nähe sein. Da unten ist er. Wenn wir hier gerade den Weg runter. Gehen wir am besten außen rum. Da sind wir unsichtbar. Wo komme ich hier hin? Okay. So, genau. Das war der Startpunkt einer der letzten Folgen. Jetzt befreien wir Dusan. Tada, da bin ich auch schon. Wollen wir zum Berg schreiten? Immer noch ein Rätsel, woran die Ketten hier hängen. Aber okay. Flowers have been dead a year. Maybe more. As I knew about it. He must have. You must stop as I. And that means I must give you the last mark. Ja, auch nicht so zufriedenstellend hier oben mit den Punkten. Haben wir es ziemlich verkackt, aber dafür alle drei Siegel erlangt. Das will was heißen. Auf ins nächste Spiel. We can't just leave Dusan here. He deserves better than being left for the vultures. Ja, Dusan ist tot. Tragisch. All die Mühe. Und dann sowas. Bist du sicher, dass wir einfach so durchs Licht gehen, ja? Dusan should be laid to rest at home, in the shrine. I'm ashamed that we must leave him out here, alone. Nachdem wir schon in einen solchen Hinterhalt geraten sind. Das hätte uns aber nicht passieren dürfen. Können wir dich eigentlich ablehnen? Nein. Moment. Weißt du, was hier los ist? Ich nicht. Auf jeden Fall haben wir uns unser finales Abzeichen. Your trials are over, Dusan. I pray we're as brave when we stand before ours. Unser finales Zeichen haben wir, diesen Wolf. Und wir haben gar keine Kapuze auf. Wir sind oben sogar ohne, wie ich gerade sehe. Und unsere Maske ist auch weg. Naja, gut. Habe letztens sogar eine kleine Serie, ach, was heißt Serie, eine kleine Doku gesehen, wo diese Tätowiervorgänge alter Tradition behandelt worden sind. Die Techniken. Und da kam auch das, was wir hier in der Cutscene gerade gesehen haben, vor. Und das ist ziemlich schmerzhaft, wenn man sich das anguckt. Can you feel the effects of the final mark? Nobody has borne it for years. But the legends say that you'll move so quickly,
It'll seem as if you vanished in thin air. I hope that's true. I can't see another way to get out of here alive. Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, es war schon schmerzhaft genug, sich das Ding machen zu lassen. Und dann ist auch noch Dosan gestorben. Ja, getötet worden. Muss hier exakt sein. Legenden haben ja immer einen Funken Wahrheit. Wie auch Geschichten und sowas. Aber okay. Wir lassen uns überraschen. Was haben wir hier? Okay. Dann ziehen wir dich doch da drauf. Moment. Haben wir da oben noch was? Oh, da kommen wir gar nicht hin. Okay. Das ist die abstürzende Festung. Naja, fliegen tut sie derzeit nicht. Wähle abgeklärt mit 2. Benutze die Markierung der Abgeklärtheit, um zu flüchten. 2. Okay, ich sehe. Wir haben jetzt unsere neue Fähigkeit. Unsere neue Fähigkeit, ähnlich wie, hoppala, unser allsehendes Auge. We had to leave everything behind, except your darts. Let's hope that's enough to get out of here. Das ist cool. Mit einer, mit einem Time-Up. Oder wie das heißt. Oh! Ach so, okay, ich muss mit dem Cursor dorthin zeigen, wo ich hin will. Ich dachte, der hat eine feste Distanz, die er zurücklegt. Komme ich dann auch da hoch? Einen Moment. Those things will have a harder time following us if we split up. I'll meet you outside the ruins. Be careful. Ja, wie üblich. Aber das ist doch mal eine geile Fähigkeit, Leute. Entkomme den ersten Stalkern, ohne entdeckt zu werden. So, auch ein neuer Gegnertyp, diese Stalker hier. Ich weiß, wir sind beliebt, aber huh, was wird das denn? Moment, Moment. Bevor wir hier weitergehen, wollen wir einen Blick noch auf die Karte werfen. Mal abgesehen davon, dass der hier sehr unangenehm ist, dieser Stalker. Und auf die Ziele natürlich. Entkomme den ersten Stalkern, ohne entdeckt zu werden, das haben wir gerade mitbekommen. Umgehe alle Banditen, ohne Schaden zu nehmen. Okay, töte 5 Feinde mit Fallen. Mit Fallen, wahrscheinlich die schon vorhandenen. Und 17.000 stolze Punkte müssen wir hier ergattern. Dann, oh, leck mich. Ah, oh, ich habe das noch nicht so ganz drauf. Ja, das ist jetzt schon hinfällig. Verdammt. Ich hoffe das noch nicht so ganz. Jetzt wollen wir das mal gerade testen. Komme ich denn da so hoch? Ich komme da nicht hoch. Jetzt komme ich hoch. Warum ging das vorher nicht? Und bist du gerade reingerannt? Zählt das jetzt schon einer zu denen? Ich weiß es nicht. Ich möchte es hoffen. Aber jetzt werden wir das gerade mal testen. Also hier komme ich hin. Okay. Aber hier unten nicht. Das ist etwas ärgerlich mit dem Warten hier. Ich muss das jetzt aber erstmal in Erfahrung bringen. Nein, das geht nicht. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Distanz liegt oder ob da solch ein Balken hier dazwischen ist. Jetzt gehen wir da hoch. Das geht nicht. Kann ich hochspringen? Okay, es scheint an den Balken zu liegen. Der geht direkt an die Wand. Anscheinend kann ich nicht auf diese Balken hier mich teleportieren. Oder so ähnlich. Ich glaube, die Naruto-Fans wüssten am besten, dies zu benennen. So, da wird doch schon der zweite in der Nähe sein.
Kamera, lass mich nicht im Stich. Da ist einer. Oha. Möglicherweise sind das deren Wahrnehmungskreise. Oh, oh, oh. Aber jetzt, wo wir schon entdeckt worden sind, können wir auch mal gucken, ob wir einen von denen erledigen können. Dann holen wir uns immerhin die Punkte. Okay, das ist tatsächlich deren Wahrnehmungskreis. Es spielt keine Rolle, oh, 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 ob ich da in Sichtweite bin oder nicht. Die kriegen mich zu sehen. Kriege ich dich besiegt? Auf jeden Fall halten die eine Menge aus. Die halten echt viel aus. Ich glaube, die kann ich gar nicht besiegen, kann das sein? Ja, was ist mit meinem Schwert hier? Oder muss ich das etwa auch zurücklassen? So. Natürlich und gleich der zweite. Nein. Erwischt. Boah, das sind echt unangenehme Leute hier. Unangenehme Leute. Dann haben wir unser Schwert offenbar auch zurücklegen, zurücklassen müssen. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Oh je, oh je. Aber hey, hier wird das in einem Zug durchgespielt. Da gibt es keinen extra Neustart. Das ist wie im echten Leben. Was haben wir hier? Da können wir uns offenbar drin verstecken. Ja. Das ist uns ja bekannt. Genau. An die Wand kann ich mich auch ran teleportieren. Gucke ich, ob hier vielleicht doch noch was ist. Wie sieht's denn aus mit der Karte? Wir können da lang und wir können da lang. Da ist unser finales Ziel. Dann gehen wir doch erst da lang. Ich durfte nebenbei feststellen, dass wenn man rennt, während man auf Hindernisse zu rennt, er diese automatisch bewältigt. Das ist mir vorher noch nicht klar gewesen. Wo bist du hin? Boah, hey. Jeder dieser Stalker ist einfach nur nervig. Ich würde gerne wissen, ob da links noch etwas ist. Oh! Das glaube ich einfach nicht. Kommt der da aus nichts, ey. Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn wir hier die Gegner überraschen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich bin jetzt nach links über die Dächer. Ich hoffe, dass sich das lohnt. Jetzt hätte ich sehr gerne die Maske, die es mir ermöglicht, leise unterwegs zu sein. Okay, da ist der Ausgangspunkt. Da müssen wir den hier noch einmal passieren. So, wo bist du? Dieses Auge ist ja wahrscheinlich sehr hilfreich, aber auf der anderen Seite auch recht umständlich. Na, da ist er. Oh, komm, mach hin. Oh, komm, runter. Der hat doch seinen Wahrnehmungskreis. Ach, da geht's nicht rein. Komm, vorwärts. So. Erfolgreich umgangen. Was haben wir nun? Kann man das hier einsammeln? Ich glaube nicht, oder?
Schauen wir mal, ob wir darüber kommen. Okay. Ja. Okay, so viel dazu. Aber wir kommen hier entlang. Doch, tatsächlich, das kann man einsammeln. Es sah ein wenig aus wie diese Dachschmucksachen hier. Keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, beinahe. Kommst du? Oder kommst du nicht? Das ist halt echt mies, jetzt hat man ja so viele Versteckmöglichkeiten. Und dann bringen die einem einfach nichts. Da haben wir eine Falle. Mit dem Timing ist es natürlich dann so eine Sache. So, du gehst da hoch. Das soll mir recht sein. Nein, nein. Scheint nichts mehr zu sein, oder? Ja, da wird man wahrscheinlich von hier reinkommen. Ansonsten müssen wir da hoch und den Typen. Oh je, oh je. Naja, lassen wir es doch ankommen. Ach nein. Oh je, je. Ich traue diesem Teleportierding hier noch nicht so ganz. Ja, ich auch. Oh je. Yeah. Das ist nochmal so sackschwer wert hier. Das hätte ich echt nicht erwartet. Uiuiui. Ui, ui. Ich meine, diese Fähigkeit ist ja echt, die ist ja echt super. Also da lässt sich echt nicht drüber streiten. Aber dass man hier gleich noch so einen krassen Konterpart beim Gegner bekommt. Junge, Junge. Dass ich mich halt nicht durch diese Mauern und Bedachungen und Geländer und ähnlichem durchteleportieren kann. Na, teleportieren tue ich mich dann wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Da waren wir, okay. Ah, die sind echt schlimm. Echt schlimm. Ich glaube, wir werden. Ich weiß es nicht. Diese Falle ist sehr interessant, aber taugt da einfach nichts. Uiuiui. Ich pirsch mich da erstmal ein bisschen ran. Mir ist das alles nicht geheuer. Oh komm, jetzt lauf bitte nicht zu weit vor. Meine Güte. Also gut, die hier können wir schon mal nicht einsetzen. Dann werden wir das so machen. Da oben ist ja noch ein zweiter. Wenn der hier da runterkommt, dann werden wir die Falle vorher aktivieren und uns dann zur Seite weghuschen. Und dass wir den da erledigt kriegen. So, jetzt komm. Na, na! Wunderbar. Ach, das lief doch echt gut. Hast du das oben jetzt mitbekommen? Ja. Boah, ey, mach mir keinen Ärger. Ja, so viel zum Durchhuschen, danke. Das Artefakt haben wir, soweit ich das sehe, bereits.
Oh, leck mich. Der lässt auch nicht locker, ey. Der lässt nicht locker. So, dann holen wir uns dich. Ich dachte, ich habe mir schon eingesammelt. Dann müssen wir das andere wohl auch nochmal einsammeln. Nein, das haben wir eingesammelt. Naja, gut. Ey, die sind echt übel. Also ich freue mich, dass es diesen Gegnertyp gibt. So ist das nicht. Sonst wäre das, glaube ich, zu einfach. Aber das ist schon mal ein Sprung. Von A nach, ich weiß nicht, vielleicht K oder so. Aber bestimmt nicht nach B. So, und dann werden wir hier jetzt auch schon einen Cut machen müssen. Das lief ja absolut nicht Sahnekuchen-like. Da habe ich anderes erhofft. Der hier ist hinüber. Die Punkte sind auch nicht am Kommen. Immerhin den hier haben wir. Aber selbst die Geschichte konnten wir uns nicht einmal anhören. Naja gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge und stellen uns diese Herausforderung. Bisher sind wir nur einmal draufgegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage bis auf dann.